Jetzt Ghost Recon Wildlands mit Ali. Hallo, grüß euch. Der chaotische Tibra. Ja. Und dem Flugschnee Ali, ja. Ui, genau. Ui, Slalom. Nix Sands hat die Halbinsel da. Richtig. Sehr fein. Was erwartet uns dort? Was ist ebenfalls Vernichtung der Kokainproduktion. Aber man sieht schon von da oben, also es ist deutlich größer, es ist nämlich dieses ganze beleuchtete Eck da unten, ist dieses Fabriksgelände. Hey, ja, richtig. Ja. Sehr beleuchtet. Es ist eigentlich alles in dieser Ortschaft drin, das Einzige, was ein wenig abgelegen ist zu dem Ganzen, das wir davor angehen sollten, ist der Aussichtsturm, der da jetzt direkt unter uns ist. Das ist ein kleiner Turm. Da ist normalerweise. Die Anlage geschaut. Ja, die kommt dann. Die kommt dann. Ah, ich wohne da irgend so ein Irrer. Da, ja, von dem wir die Produktion gerade landen. Ah, cool. Versuchen wir gerade, weil da hier oben ist es relativ eben, dass wir da landen. Dem Typen würde ich zwingen, eine Überdosis von eigenem Dreck zu nehmen. Das wäre cool. Ist auch ein Designerhaus. Ja, es ist. Naja. Gut, wir sind einmal da unterwegs. Okay. Und beginnen gleich mal mit dem Scannen von dem Aussichtspunkt da. Ist nämlich wichtig, dass man den Weg kann. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ah, ja. Ja, insgesamt in der Anlage sind so rund, gefühlt wie ich es solo gemacht habe, 30 bis 40 Santa Blancas. Aber die Nacht kommt und wieder und... Ja, die ist gerade. Ja, aber das hilft uns ja, ne? Ja, das stimmt. Gut, du bist ja da unten, du kannst einmal weiter aufdecken. Ich würde mir da mal ein Stück nach vorne arbeiten. Da ist noch einer. Ich kenne eine kleine Gruppe Feinde. Noch einer müsste das sein. Ja. Mich wundert sogar, dass es nur drei sind. Bildet man nämlich ein, dass ich aber diesen Teil habe ich damals tagsüber gemacht. Da waren fünf. Also eine ganze Gruppe. Okay. Das kann natürlich sein, dass die jetzt weniger sind. Ah, sag nicht, ich bin jetzt wieder mal in so einem, wo man nicht mehr rauskommt. Ja, schaut irgendwie so aus. Ach Gott. Irgendwie sehe ich... Niemanden. Ja. Außer von denen. Doch, die jetzt. Da die ist schon er. Markiert sind. Mit dem sitzt da. Okay, ich wechsle ein bisschen die Position. Okay. Den am Turm erwische ich. Moment. So, ist ruhiger. Nein, die da, Schnuppi. So. Alles zuerst auf. 3, 2, 1. Django ist tot. Okay. Passt. Der war gerade so schön weit weg. Jetzt haben wir gedacht, wir machen mal die zwei gleich. Siehst du zufällig den dritten? Nein.
Gut. Ich sehe einen im Lager drin bereits. Na, wie arbeiten Sie jetzt auf diesem Turm davor? Und dann können wir einen Großteil des Lagers kennen. Und ich probiere, dass ich den dritten mit der Handfeuerwaffe erledige. Okay. Ui, ist das gut. Da kommt er, da kommt er. Das war's. Passt. Okay, dann bleibe ich aber hier unten, oder? Ups. So, dann scannen wir mal. Alles werden wir von da auch nicht sehen. Vor allem jetzt, wo Nacht ist. Zumindest im Moment. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Die haben Alarm am Start. Sie haben ihr Ziel Nummer 5. Ich glaube dann nicht mehr rauf. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Da drüben. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Sieht mir ein bisschen so ein Bildsuchrätsel. Wo genau? Wo bewegt sich was? Aber ich glaube, wir haben jetzt schon mal da. Ist, da wäre noch einer. Scheiße, der ist jetzt dahinter den Containern. Da vorne ist wieder einer. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ja, du siehst von da oben einfach mehr. In dem Thema, wo dann das Kokain, in dem Thema, in dem Gebäude, wo es Kokain. Da vorne ist einer, wenn der wieder hinter die Wand geht, dass er keiner sieht. Dann hole ich mir den. Der gewährt gerade die Straße. Und steht dann an der Wand. Ja, okay, den kannst du dann gleich mal wegnehmen. Den kann ich mir dann. Vor allem da leuchtet auch nichts mehr. Da ist weniger. Okay. Und da oben am Dach. Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon sehr schön abgedeckt. Vorne muss irgendwo noch einer sein. Ja, stimmt, da zeigt es jetzt, da ist er. Der geht da rund ums Gebäude. Mhm. Ah, ich sehe ihn. Sie nehmen? Du kannst ihn nehmen, ja, klar. Abschuss bestätigt. Alles klar. Da vorne in der Straße, so na, da ist der zweite in der Nähe. Den nehme ich nicht. Gut. Gut. Dann werde ich es einmal mit dem Ziel mit dem Fernglas lassen. Willst du eher auf Entfernung bleiben? Bleibst du da auf den Felsen? Ja. Gut. Ups. Dann nutze ich jetzt einmal die Dunkelheit und schaue, dass ich da zum Bahnhof rüberkomme. Okay. Ich bin ein bisschen höher. Ich sehe nur die zwei an der Straße. Okay. Ja, ich weiß noch, wie ich es solo gemacht habe. Ich hätte approbiert von da oben und habe dann aber alles davon da seitlich gemacht, weil es zu weit weg war. Soll ich andere Seite nehmen? Ich probiere es andere Seite mitten aufs Plateau. Mhm. Okay. Muss ich da irgendwie runter? So, dann wechselt man gleich mal wieder auf. Das Scharfschützengewehr, weil ich hätte da mal einen. Ich habe einen, der kommt gerade zur Straße vor. Achtung, ich muss nachladen. Ja, dann nehme ich ihn raus. So, wir brauchen einen. Ich muss auch nachladen.
Okay, ich gehe auf die andere Straßenseite und versuche das Plateau da drüben, dass ich raufkomme. Ja, jetzt wo ich näher dran bin, jetzt sieht man bei mir auf der Minimap schon, dass da eine Menge an Gegnern ist, die wir noch gar nicht gesehen haben. Kein Ding, da ist eine Mauer. Vermutlich eine Sackgasse, aber ich probiere es mal. Cookie, Lookie. Mach ich nicht. Nein. So, ich sehe den, der was da rund ums Gebäude geht, den nehme ich mit. Ja, bitte. Ich laufe durch. Hab ihn? Ich komme da nirgends auf. Und den da sehe ich ja. Den beim Felsen. Weg. Ich komme da nirgends auf. So, auf den Schienen kommt man entgegen. Ach, ich kann nur noch runter ins Wasser. Das buggt voll. So. Am besten, du kommst da zu der Seite rüber, wo ich hier unterwegs bin. Ich glaube, drüben ist so ein Steilhang oder so. Ja. Ganz schwer. Dann warten wir mal, bis der Tipper da ist. Da kommt sie schon, auf der Minimap sehen wir schon. Da kommt auch wieder eine einzelne Wacke. Das ist immer gut. Wenn sie so tröpfchenweise anmarschieren, gell? Die wären wir jetzt da fast in die Schusslinie gelaufen. So, ich bin andere Seite weg. Schienen. Ziel markiert, behalte sein Umfeld im Auge. Ich sehe sie auch. Du siehst mich, wo ich bin? Ja, ich sehe dich auf der Minimap. Stehen sie momentan ein bisschen zu weit zusammen, oder? Der eine, was da jetzt drüber geht, der wäre. Bleibst du mal stehen? So, jetzt entfernt sich da wieder einer. Ich habe gerade keine im Schussfeld. Jetzt kommt der einer in unsere Richtung. Biegt da ab und spricht mit der. Das war's. Der ist weg. Den habe ich nicht gesehen. Ich sehe nur einen von den dreien an der. Nein, das ist auch wieder nicht. Ach. Du kannst zurück weiter nach vorkommen. Ich rock mich nach vor. Ja.
Okay. Das weiß ich gerade nicht. Wir. Warum sie sich beschweren? Achtung, die suchen uns jetzt. Laufe einfach in die ins Grüne raus. Das Thema habe ich komischerweise auch gehabt, wie ich es solo gemacht habe, dass noch. Das dürfte anscheinend an denen, an diesen Arbeitern liegen. Die dürften denen das irgendwie so, wie wenn sie es erzählen würden, dass sie was Verdächtiges gesehen haben. Okay. Ich liege da im Gebüsch. Ach. Jungs. Zu zweit ist das halt so ein Spielchen. Okay, einer kommt über den Bahndamm, den sehe ich. Ja, dann nehmen wir mit. Der Tango ist hin. Die Übersetzung ist so geil. Der Tango ist hin. Was glauben Sie? Ja. Ich habe keine Ahnung, was sie da juckt. Achtung, jetzt kommt einiges in deine Richtung. Solltest du weiter zurückziehen? Ich versuche, dass ich da Unterstützung gibt. Zwei mit einem Schuss, ist doch schön. Ja, sehr gut. Da kommt wieder einer. Sie haben leider nicht. Ja, sehr schön. Weg. Sehr schön. Ach, bin ich gut. Ja. Scharfe Braut, würde ich sagen. Schätze. Es kommt wieder einer in deine Richtung. Ja. Also jetzt kommt überhaupt, jetzt kommt der Riesenkumpel. Da leuchtet es nur mehr. Okay. Ich muss laden. Ich liege nämlich so schön im Gras. Überhaupt keine Schussmöglichkeit auf die. So, drei mit einem. Alter, was ist denn jetzt los? Gell? Tibra räumt auf. Ja gut, dann rein. Ich bin im Gras gelegen. Allzu viele gibt es jetzt nicht mehr. Da ist zwar nur eine Gruppe, die wir noch immer nicht aufgedeckt haben. Irgendwie. Ah ja, da kommt noch wer. Shit. Sehr schön. Abschluss bestätigt. So. Ja, ich sehe nur noch ein Tüpfelchen herumlaufen. Ja. Na, es sind schon mehrere. Da kommt jetzt wieder. Also, die ignorieren wir alle. Das ist sagenhaft. Ah ja, da ist er. Sehr schön. Irgendwie? Siehst du noch was? Nein. Das, was ich auf der Minimap erkennen kann, ist alles einmal gegnerfrei. Na, da vorne sind noch welche und sie kommen schon wieder. Okay. Ich habe angelegt. Wenn sie um die Kurve kommen, sag Bescheid. So kommen sie wieder. Der Tango ist hin. Dankeschön. Tut sich was? Ja. Es kommt die nächste Zweiergruppe. Was ist da los? Das kann ja nur ein Fehler sein. Das ist die Muni aus. Ich habe nur mal drei Schuss. Ja, ich habe noch. Okay. Sie kommen wieder genau den gleichen Weg entlang. Ich verballert es noch, gehe aber dann auf die zwei mit einer Kugel. Sehr gut. Ja, mit dem Zimmer. Die kommen so. Wow. Ah! Entschuldigung. Ja, du pass auf, dass nicht die auch erwischt. Nein, ich lieg. Fuck, genau, das falsche Gleis gewechselt. Okay, ich laufe. Stellst du mich auf, bitte? Ja. Ich denke mir noch, kommt da ein Zug? Ich werde was im Hintergrund.
Leck. So eine Scheiße. So, wo liegst denn du? Na da, vor dir. Da. Wo sind denn jetzt? Leckt's mich. Scheiß Züge. Na, das ist die Musik. So, irgendwo da ist. Na, das steht da oben im ersten Stock. Ja, dann werden wir mal alles einsammeln, weil das Lager mit Kokain ist wieder ein abgeschlossener Bereich. Okay. Was ist da? Achso, da geht's nur mehr rauf. So, die Sonne kommt, die Nachtsicht wieder weggeschaltet. Da ist es. Da. Tja. So. Und eins weiter müsste entweder ist ein Waffenteil oder eine Waffe. Okay. Ich glaube, es ist ein Waffenteil. Waffenkiste entdeckt. Da ist nix. Nein, Waffenkiste, geil. Ah, da. Das kann ich gebrauchen. Maschinenpistole ist ja 635. Da fällt er, vielleicht kann ich jetzt gut schießen, aber. Irgendwie laufe ich an allem vorbei. Und Munition ist nimmer. Mhm. Ja, die brauche ich. Dann sind da drüben Dokumente. Oh cool. Nähern uns dem Ziel. Macht euch bereit. Wir müssen da rein und ihre Mischbottiche und Öfen sprengen. Dann ist der Laden hier ein paar Monate außer Betrieb. So. So, ich kann da jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob da überhaupt noch welche drinnen sind. Bei mir war das ganze Lager voll, aber ich glaube, das waren alle die, die in deine Richtung gelaufen sind. Mhm. Die haben sich dankbarerweise immer hintereinander aufgestellt. Ich finde cool. Ich sehe da nur mehr Arbeiter. Ja. Ah, dahinter im Gebäude sind welche. Ja, da habe ich auch gerade was leuchten gesehen. Und da oberhalb? Was? Warum oberhalb? Hä? Da irgendwo zeigt es mir Informationen an. Wie, was hast du oberhalb? Da ist ein. Ah doch, da ist was oberhalb. Wie kommt man da rauf? Treppen. Ich. Keine Ahnung. Außen. Außentreppen. Außentreppen. Außen am Gebäude sind Treppen. Ich hab da unten einen Scharfschützen. Alter, wie kommt man da rein? Innen muss da irgendwo ein Treppenaufgang sein. Okay. Ah ja, da oben. So, wo geht's da rauf? Sind da die Treppen nach oben? Okay. Also unsere Zuseher werden sicher schon gesehen haben, wo die Treppen raufgehen. Ja, ich bin schon oben. Hinten. Ah, okay, dann war das da hinten. Ich glaube, das habe ich im Solo-Spiel auch endlos gesucht. Ah, da. So. Alter. Jetzt überlege ich aber nur, wie ich denn da... Das sind Konstruktionen. ...raufkomme. Bin ich jetzt blöd, oder? Also wo bist du drauf? Na, da oben. Da musst du nicht hin. Da in dem Büro sind. Da. Da, ich renne in den Kreis. Echt jetzt. Da sind Dokumente irgendwo. Jetzt bist du wieder unten. Ja, ich frage mich nicht, wie das gegangen ist.
vor. Nicht da vor. Anderes noch vor. So. Da rein. Da rein. Da. Sessel. Sessel. Ha, Sessel. Jawohl. Hammer's. Hammer's. Jetzt brauchen sehr wir schön. Die. Runter. Ups, abwärts. Bist du gesprungen? Ja, klar. Das ist ein. Na dann. Für virtuelle Bandscheiben überhaupt kein Problem. wir brauchen C4. Ladungsscharf in Position. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich C4 hingelegt habe. Die Ladung ist scharf. Ja, Röhr, was denn da so gut. So, was ich jetzt brauchen würde, ist. Nachschub. C4. Ist andere Seite. Ist draußen, da draußen. Sehe ich da überall Munitionskisten? Da draußen, geradeaus, da durch ist, müsste. Da ist es. Eine Seite. So. Da haben wir C4 schon angebracht, da auch. Und weit genug dann weggehen. Weil das macht richtigen Rums. Richtigen Kabum? Ja. Richtig heftig. Da bin ich nämlich im Solo-Spielzern angestanden. Ladung ist scharf, in Position. So, da ist auch wieder irgendwo eine Kiste, da ist sie. Eines müssen wir noch. Hab das C4 scharf. So dann. Und den dann. Nebenbei die zwei hast du auch. Wie kriegen wir jetzt die ganzen Bewohner raus? Also die Arbeiter. Eigenverantwortlich. Hallo, würdet ihr bitte rausgehen? Raus. Sitz verschwinden. Ja, genau. Abhauen. Ja, lass einmal laufen. Okay. Setzen sie immer wieder nieder, wenn du schießt. Ja, dämlichen. Geht schon. Kst. Kst. Nicht. Jetzt habe ich ihn gerade zum Laufen bewegt. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Lauf, die schießt auf die. So. Die Verrückte. Schau nur mal durch und. Da kniet noch jemand. Okay. Ja, das ist aber jetzt nicht mehr unser raus. Thema. Nein, du kriegst negativ. Einfluss. Okay, hallo, könntest du bitte verschwinden? Ach, nicht. Ja, geh schon, jetzt geht er. Jetzt huckt er sich da wieder drauf. Na komm raus. Alles, was jetzt mitgesprengt wird. Können wir nichts dafür. Mhm. Hier draußen? Ja. Gut. El Emissario zieht besser den Kopf aus dem Arsch, sonst hat er bald kein Geschäft mehr, das er führen kann. Es ist hinterm Haus, sind noch welche? Nomad, hier ist Bagatari. Der Schaden, den ihr in Okoro angerichtet habt, setzt El Emissario ziemlich zu. Er fürchtet El Jajos Reaktion, wenn er herausfindet, wie viel Produktionskapazität sie eingebüßt haben. Klingt gut soweit. Um das wettzumachen, hat El Emissario befohlen, eine Klinik in Okoro zu übernehmen und ein Kokainlabor daraus zu machen. Dreckskerl. Die Klinik darf dem Kartell nicht in die Hände fallen. Sie ist zu wichtig für das Volk von Okoro und meine Leute. Ich habe eine kleine Einheit zur Verteidigung abgestellt. Aber ohne Hilfe können sie sich nicht lange halten. Verstanden. Sag deinen Leuten, wir kommen. Genau. Diese Mission ist jetzt genau das, was dann auslöst, dass wir zu diesem Unitat-Stützpunkt müssen. Wir schnappen uns jetzt sofort diesen Pickup da. Ja, ich habe da noch jemanden erledigt. So. Moment, ich fahre. Ja, ich komme, ich komme. Markier schon mal das Einsatzgebiet. Ja. Ich komme, ich laufe. El Emissario plant einen Angriff auf ein lokales Krankenhaus. Haben wir auch einen Hubschrauber? Ja, da vorne. Sie haben die Wahl. Aber wenn Sie nicht mit dem Ding bauen, wir müssen durch die ganze, durchs ganze Gebiet. Also wir können fahren auch, kein Problem. Aber es dauert auch ein. Ich bin Schütze. Ich denke auch, die Folge ist wieder um, oder? Die Folge ist um, ja. Ich glaube, es ist sogar eine Doppelfolge, wenn mich nicht alles täuscht.
Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir versuchen, die Klinik zu befreien bzw. den Angriff dort abzuwehren. Ciao. Tschüss.